Ja, herzlich willkommen zum Webinar wie jeden Montag, wo wir Menschen, die im Team sind, helfen, ihre Ziele schneller zu erreichen. Heute geht es um ein ganz interessantes Thema. Wie verdient man Network Marketing ein hohes Einkommen? Ich glaube, dass es viele gibt, die ins Network Marketing einsteigen, weil sie Träume haben und dass auch viele Träume mit finanziellen Mitteln erreicht werden oder realisiert werden. Da sind wir uns ja, glaube ich, auch sehr einig, egal ob das jetzt persönliche Dinge sind oder auch, wenn man das Studium der Kinder finanzieren will oder auch Hunderttausende spenden will, dann hängt es doch alles mit Geld zusammen. Wie verdient man im Network Marketing ein hohes Einkommen? Es ist sehr ähnlich, fast zu vergleichen wie bei Konzernen oder Unternehmen. Normalen Betrieben, die große Umsätze machen wollen, was machen die? Die schauen, dass sie ein nationales oder sogar internationales Wachstum schaffen. Das heißt, mehrere Standorte mit Vertriebsorganisationen, wo einfach bestimmte Produkte oder Dienstleistungen in größerer Menge angeboten werden. Umso größer das Angebot angenommen wird, umso mehr Umsatz entsteht, umso mehr Einkommen. Wie ist es im Network Marketing? 1:1 gleich. Umso mehr Außenstellen wir haben, also Partner, umso größer unsere Organisation ist, umso mehr Umsatz entsteht. Eins ist fix, dass im Network Marketing, egal welches Network Marketing Unternehmen es ist, ein bestimmter Prozentsatz inaktiv ist, ein bestimmter Prozentsatz bisschen aktiv, sich selbst versorgt und ein geringer Prozentsatz, die wirklich große Organisationen aufbauen. Und der große Vorteil, wenn man von Haus aus schon einmal groß denkt, gleich in den Gedanken reinzugehen, wie kann ich meine Organisationen vergrößern, direkt in meinem Umfeld oder national oder international? Welche Menschen kenne ich, die auch gerne Organisationen aufbauen? Das Geheimnis ist so ähnlich wie im Franchise. Wenn ein Franchise-Nehmer, ich sage mal, ein Miss Porti-Studio nimmt, dann wird er schauen, dass sein Miss Porti-Studio ganz gut läuft. Und wenn die Person sagt, sie möchte noch ein zweites, drittes, viertes Miss Porti-Studio haben, dann wird sie schauen, dass alle Standorte irgendwo auch einen Organisationsleiter haben, dass dieser Standort sehr gut funktioniert. Im Franchise ist halt mit Kostenstrukturen verbunden. Im Network Marketing haben wir den großen Vorteil, dass es ohne Kostenstrukturen möglich ist. Das heißt, wenn wir beginnen, große Organisationen aufbauen zu wollen, dann ist der erste Schritt, dass wir uns einmal Gedanken machen, mit welchen Menschen würde ich mich gerne aus meinem Umfeld zusammentun, zusammenschließen, wo wir gemeinsam große Strukturen aufbauen. Das heißt, wenn wir eine Liste haben mit 200, 300 Namen, die wir im Mobiltelefon haben, dann können wir da schon einmal wahrscheinlich auch für uns entscheiden, wer hat eher Angestellten-Denken, wer hat eher Unternehmer-Denken, welche Personen denken eher lösungsorientiert, welche Menschen denken eher problemorientiert und da vielleicht auch dann auf die Menschen zugehen, wo man das Gefühl hat, die hätten bei uns schon einmal ein Vorrecht auf die besten Positionen in unserer Struktur. Wenn ein Unternehmen setzt, mir auch die Personen, wo man glaubt, dass die die meisten Fähigkeiten haben, in den Aufsichtsrat, in die Geschäftsleitung, dass es auch gesichert ist, dass das Unternehmen mit einem guten Fundament wachsen kann. Bei uns genau dasselbe. Einfach mal darüber nachdenken, welche Menschen hätte ich gern so weit wie möglich oben in meinen Strukturen, um mit denen gemeinsam die Struktur zu erweitern und diese beiden Beine in unserem binären System immer mehr zu vergrößern. Das Spannende ist nämlich, wenn man gleich von Beginn an mit positiven Menschen sich umgibt, mit Großdenkern, es werden Hürden kommen, dann kann man mit denen über diese Hürden sehr gut drüber gehen. Man sagt ja auch, ein Spruch sagt ja auch, Erfolg ist gepflastert mit den Steinen, die man irgendwann einmal aus dem Weg geräumt hat, bis man ans Ziel gekommen ist. Das heißt, seid froh und glücklich, wenn Steine in den Weg kommen. Es ist die Frage, wie man mit dieser Herausforderung umgeht und wie viel man dabei lernen darf. Und wenn man diese Steine aus dem Weg geschafft hat, dann geht es deutlich schneller dann meistens zum Erfolg. Von der Organisation genau dasselbe. Wenn wir Partner ins Geschäft bringen und wir haben das Gefühl, die wollen derzeit nicht, dann zerrt es nicht in die Richtung, wo ihr wollt. Gebt den Menschen eine Chance,
die ihr ins Geschäft bringt, ihre eigenen Träume und Visionen zu realisieren. Zeigt es den Leuten auch, wie es funktioniert. Auf das werde ich dann später auch noch kurz eingehen. Und schaut in eurem Team immer, welche Leute wollen jetzt gerade höhere Ränge erreichen, mehr Umsatz kreieren, schneller die Träume realisieren. Und verbindet euch mit den Leuten, die wirklich gerade einen ziemlichen Drive haben, die gemeinsam mit euch wirklich den Weg nach oben gehen wollen. Es ist ja auch beim Fußball so. Warum hat Bayern München nicht nur 11 Spieler, sondern deutlich mehr? Weil es vielleicht ein paar gibt, die gerade nicht in der richtigen Lage, in der richtigen Situation sind, am Feld die volle Leistung zu bringen, weil sie private Probleme haben oder vielleicht gesundheitliche Probleme, irgendwelche Verletzungen, sonst was. Deshalb haben ja auch diese Mannschaften Millionenkicker irgendwo auf der Bank sitzen. Zumindest ist es mehr als 11, dass sie immer mit einer Top-Mannschaft die Ergebnisse erreichen, die sie sich vorstellen. Bei uns genau dasselbe. Umso mehr Führungskräfte wir kreieren, umso mehr Organisationen werden wir haben, national und international. Führungskräfte entwickeln ihr Team. Da erkennt man auch Führungskräfte. Führungskräfte wachsen wöchentlich im Team. Führungskräfte bringen immer wieder neue Partner auch ins Team, weil sie neuen Menschen die Chance geben oder weil sie auch verstanden haben, dass durch neue Teampartner neue Chancen entstehen, neue Chancen in andere Länder zu kommen, wo wir vielleicht selbst persönlich gar nicht die Kontakte hin haben. Mit neuen Teampartnern haben wir einfach die Chance, an neue Führungskräfte ranzukommen, die ganz große Träume und Visionen haben. Das ist auch das Rezept für große Organisationen, sich wöchentlich Ziele zu setzen, gemeinsam mit dem Team, aber auch persönlich. Ich kenne auch viele Personen, die warten zu Hause und hoffen, dass die drei Leute, die sie eingeschrieben haben, endlich einmal so viel Umsatz machen, dass sie selbst reich werden. So funktioniert es leider nicht. Es ist kein Lottospiel, aber es ist sicherer, an die Million zu kommen, als in jedem Lotto. Das ist garantiert. Es ist nämlich ganz einfach und klar, wie man diese großen Ziele erreicht. Wenn jemand Träume und Visionen hat und kann das auch in einer Summe Geld irgendwie definieren, was er dafür brauchen würde, um seine Träume und Ziele zu realisieren, dann kann man das gerade bei Seisha sehr gut auch in die Ränge umlegen. Und wenn ich weiß, ich brauche Summe X im Monat, um meine Lebensqualität so zu leben, wie ich es mir vorstelle, plus noch Spenden und alles, dann weiß ich genau, welchen Rang möchte ich erreicht haben, um das alles finanzieren zu können, was ich mir so erträume. Und wenn ich, egal welchen Rang mit den Finanzen, weil wir wissen, was man ungefähr in welchen Rängen verdient, wenn ich mir das vornehme, dann habe ich meine Karriereleiter vor mir. Und ich gebe jedem Menschen den Tipp, mit seinem eigenen Tempo diese Leiter hinaufzuklettern. Ob jemand 3 Ränge in einer Woche macht oder 7 Ränge in einer Woche oder einen Rang in einem Monat, jedem bleibt das selbst überlassen. Wir wissen aber auch, dass Geschwindigkeit und Erfolg neue Menschen anzieht. Das heißt, wenn ihr in den Rängen innerhalb von kurzer Zeit Bilder 1000 oder Bilder 500, Bilder 1000, Bronze, Silber, Gold werdet innerhalb der ersten Wochen oder Monate, dann werden Menschen in eurem Umfeld großes Interesse haben, darüber zu erfahren, was ihr da aufbaut. Wenn ihr im Laufe der Zeit regelmäßig einen Scheck herzeigen könnt, der höher wird, dann werden Menschen in eurem Umfeld Interesse haben, mehr zu erfahren. Das heißt, das Spiel dreht sich um. Nicht ihr lauft Menschen nach, dass die vielleicht mitmachen, sondern Menschen werden zu euch kommen und sagen, Achtung, du fährst jetzt ein neues Auto oder du hast jetzt andere Kleidung an oder du hast ein anderes Auftreten oder warum machst du da auf einmal in einem Hotel irgendwo Vorträge gemeinsam mit deinem Team? Die Menschen werden neugierig, was sich da bei dir oder in deinem Umfeld verändert hat. Macht Menschen neugierig. Gerade Führungskräfte verbinden sich gern mit Menschen, die gerade Erfolg kreieren. Und wenn ihr Erfolg kreiert, zieht ihr wie ein Magnet auch Menschen an, die ihr vielleicht bis jetzt noch gar nicht gekannt habt oder die euch bis jetzt noch gar nicht aufgefallen sind. Das Tolle auch bei Losstarten, ich sage immer, wenn jemand die Karriereleiter wirklich nach oben will, dann soll er mit der ersten kleinen Stufe beginnen. Viele kleine Stufen bringen enorme Erfolge. Was ist
bei uns die erste Karriereleiter, indem man sich überhaupt einmal einschreibt, Distributor wird. Das heißt, damit habe ich die Möglichkeit, meine Produkte zu bestellen, Autoship zu machen. Dann würde ich jedem empfehlen, innerhalb des ersten oder ersten paar Tage sich nicht in dem Produktwissen verlieren. Eins kann ich garantieren, es gibt am Markt hunderte ganz, ganz tolle Produkte. So wie es unterschiedliche Automarken gibt, gibt es auch unterschiedlichste Gesundheitsprodukte. Moringa ist super toll, gar keine Frage. Aber wenn wir über ein hohes Einkommen sprechen, dann geht es über Strukturen und nicht über einzelne Kunden. Einzelne Kunden bringen Geld, gar keine Frage. Wer sich vornimmt, 500 Euro zu verdienen im Monat, der kann das mit einer Kundenstruktur ganz toll machen. Wer sich vornimmt, 10.000 Euro im Monat zu verdienen, wird mit einer Kundenstruktur jahrelang brauchen, bis er die 10.000 monatlich stabil hat. Mit einer Partnerstruktur geht es wesentlich einfacher und wesentlich schneller, weil wir ja an all den Umsätzen unserer Partner plus deren Kunden auch bezahlt werden. Und darum ist die Duplikation so wichtig. Wenn wir neue Geschäftspartner haben und denen sagen, pass auf, die erste Karriereleiter ist, die hast du schon gemacht, du bist jetzt im System, wie kannst du auf die nächste Stufe kommen? Das ist Bilder, das ist dann, wenn du zwei Menschen selbst in dein Team gebracht hast, auf einem Ast oder auf beiden Ästen verteilt, egal, die mindestens 75 Punkte regelmäßig haben und qualifiziert sind, dann bleibst du auf jeden Fall in diesem Rang. Dann bist du Bilder. Wenn diese zwei Menschen, die du ins Geschäft bringst, eine vernünftige Ausstattung nehmen, um sich selbst ein Geschäft aufbauen, zumindest ein 500-Punkte-Paket, und du hast zwei Menschen in der gleichen Woche, dann hast du auf jeder Seite, wenn du einen links und einen rechts hast, auf beiden Seiten 500 Punkte und bist sogar Bilder 500. Nehmen diese Personen sogar beide das 1000er-Paket, 1000-Punkte-Paket, dann hast du auf beiden Seiten 1000 Punkte in der gleichen Woche und bist Bilder 1000. Das heißt, du bist Bilder, Bilder 500 und Bilder 1000. Drei Ränge, die noch ganz leicht möglich sind, ohne dass man wirkliche Führungskräfte im Team hat. Wichtig ist, dass wir mit den Personen, die wir ins Geschäft bringen, von Beginn an gleich richtig arbeiten, dass die auch Erfolge erzielen, selbst Erfolge haben. Das heißt, die Menschen, die bei uns einsteigen, dann mit egal welchem Paket oder welchen Produkten, die aber wirklich Geschäftsinteresse haben und auch ein hohes Einkommen erzielen wollen, macht es mit denen gleich gemeinsam ausreichend Termine aus in derselben Woche, dass auch diejenigen jeweils gleich die ersten Schritte auf dieser Karriereleiter in der gleichen Woche erzielen. Das heißt, dass die auch gleich Bilder werden, zwei Leute einschreiben, vielleicht sogar zwei Leute mit einem 500er-Paket und die werden gleich jeweils Bilder 500. Warum ist das auch interessant für euch? Wenn ihr Menschen unterstützt, dass die erfolgreich werden und auch selbst Bilder 500 werden, dann habt ihr auch die Möglichkeit, vom Bilder 1000-Rang auf den Bronze-Rang zu steigen. Weil im Bronze-Rang braucht man mindestens einen Bilder 500, den wir selbst ins Geschäft gebracht haben. Und das ist das Spannende, wenn man gleich von Anfang an so dupliziert, dann kann man Menschen auch lernen, wie die das dann weiter duplizieren. Wir wollen ja Organisationen haben, egal wo, in Europa oder auf der ganzen Welt. Und wenn diese Menschen gleich richtig duplizieren, dann werden auch die Leute, die später ins Geschäft kommen, eine einfache Art und Weise haben, in diesem Geschäft recht schnell in den Rängen zu wachsen und demnach auch im Einkommen. Mehr Menschen im Team heißt mehr Einkommen. Das ist garantiert. Weil wir wissen, egal ob das Team jetzt 50 Leute groß ist, 10 Leute groß ist oder 5.000 Leute oder 50.000 Leute groß ist, es gibt einen Prozentsatz, ein Drittel, die machen nichts, die sind inaktiv, ein Drittel bestellt sich regelmäßig Produkte, dann kann man sagen, bleiben noch 33% über, wo ich sage, 30% machen hier und da Business und bauen sich etwas auf über Jahre und 3%, die sagen wirklich, innerhalb der ersten 12 Monate möchte ich schauen, dass ich da auf ein sehr stabiles Einkommen hinkomme, wo ich meinen Lebensstandard schon einmal gut leben kann.
Wenn ihr aber jetzt sagt, ihr schreibt selbst zwei Personen ein und diese zwei Personen schreiben wieder jeweils zwei ein, dann sind das schon sechs Personen im Team. Wenn sechs Personen wieder zwei einschreiben, sind es zwölf. Und, so dupliziert sich das. Und das Schöne ist, schaut immer, welche Leute ins Team kommen. Versucht mit den Leuten Kontakt aufzunehmen. Versucht diese Menschen auch kennenzulernen. Weil es kann ja sein, dass jemand irgendwo im Team entsteht, der vielleicht nicht die richtige Betreuung hat, aber Riesenziele und Visionen hat. Für euch kann es völlig egal sein, durch welche Person die Umsätze in der Struktur entstehen. Ich habe auf dem 7., 8. Ebene oder Level Personen, die mehr Umsatz machen und in höheren Rängen sind als die ersten 3, 4, die ich irgendwo untereinander eingeschrieben habe. Und das ist das Spannende auch an dem Ganzen, dass wir durch das binäre System in der Tiefe auch an der 100. Stelle den Superstar haben können. Wenn wir mit dem gut arbeiten, dann kann von dort aus eine Struktur von Tausenden, zigtausenden Leuten entstehen. Und das ist das Spannende an diesem Network Marketing. Aber nur dann, wenn man den Leuten auch zeigt, wie sie schneller zu ihrer Vision kommen. Und dazu muss man auch sagen, sprichst du über die Produkte, das machen 95% der Networker oder zumindest derer, die sich Networker nennen, auch bei mir in der Struktur, ich glaube in jeder Struktur und in jedem Network, die verlieben sich in die Produkte. Unsere Produkte sind genial. Ja, wenn sie nicht genial wären, könnten wir auch nicht diese Umsätze generieren. Unsere Produkte sollen uns lange gesund halten und sollen viele Kunden glücklich machen. Überhaupt keine Frage. Aber entscheidend ist, um ein hohes Einkommen zu bekommen, wie viele Menschen bieten in unserer Struktur diese Produkte an? Hast du 100 Partner, die 10 Kunden haben, dann hast du 1000 Menschen, die regelmäßig die Produkte bekommen. Bietest du selbst 10 Kunden die Produkte an, dann hast du 10 Leute, die Umsatz machen. Das macht einen Riesenunterschied, ob du 10-mal einen Supermix ausgeliefert bekommst von Sisha zu irgendwelchen Kunden oder in deiner Struktur 1000 Leute einen Supermix geliefert bekommen. Bei 10 Leuten mal 75 Punkte reden wir von 750 Punkte. Bei 1000 mal 75 Punkte reden wir von 75.000 Punkten im Monat. Und das ist natürlich dann schon etwas spannender. Der Arbeitsaufwand ist genau der gleiche. Ob du 10 Kunden hast oder ob jetzt 1000 Leute 10 Kunden haben, jeder hat den gleichen Aufwand. Relativ wenig. Und die meisten Unternehmen schauen auch, dass sie mit ihren Abteilungsleitern, mit ihren Organisationsleitern sehr intensiv arbeiten. Das sind auch die Menschen, die in den Unternehmen, in den Konzernen am besten bezahlt werden. Ihr werdet wissen, dass Verkaufsleiter oder Organisationsleiter oft Riesenprämien bekommen, bis in den Millionenbereich sogar rein im Jahr, weil die so wichtig sind fürs Unternehmen, weil dort die Umsätze entstehen. Bei uns ist der Vorteil, dass wir Leuten, die so denken, einen Job geben können, der ihnen gehört. Eine Selbstständigkeit, die sogar vererbbar ist und wo das Einkommen nicht mit höheren Quoten, die im nächsten Jahr notwendig sind, verbunden sind, sondern du weißt genau, du bekommst je nachdem, wie deine Organisation aufgebaut ist, bekommst du einen bestimmten Prozentsatz am Team und dann noch einmal Führungsbonus und dann noch etliche andere Boni. Jetzt sind wir auch schon bei den Boni und bei dem Einkommen. Wenn ich viel verdienen will und gleich von Anfang an auch mein Einkommen stabilisieren möchte, dann hat es auch einen zusätzlichen Effekt, wenn ich immer wieder Menschen Chancen gebe, in unser Team zu kommen. Weil jeden Menschen, den du ins Team bringst, bekommst du Erstbestellungsbonus. Vernünftig ist es, 150 Punkte Autoship zu haben, damit du die höchste Erstbestellungsprovision bekommst, die möglich ist, nämlich 25%. Hast du nur 75 Punkte im Autoship, dann ist wahrscheinlich das Interesse gar nicht da, jemand einzuschreiben, weil warum sollst du auf so viel Geld verzichten? Dieses Geld ist ja bei jedem Erstbestellungsbonus automatisch ausgeschüttet, entweder 15% bei 75 Punkte Autoship oder 25% bei 150 Autoship. Man kann es auch jederzeit anheben auf die 150 Punkte und verändern. Und es macht einen Riesenunterschied. Wenn du den Erstbestellungsbonus hast und sogar zwei Leute ins Team bringst in der gleichen Woche, dann kriegst du je nachdem, wie die, mit welchem Umsatz, also mit welchem Paket an Punkten die zwei Partner in derselben Woche eingestiegen sind und ob die auch ein Autoship haben. Wenn die ein Autoship haben und eine bestimmte Punkteanzahl, bekommt man bei uns nochmal zwischen 100 bis 400 Dollar
extra, also zwischen 50 bis 400 Dollar extra an Pärchenbonus, so nennen wir das. Das ist ganz interessant. Erstbestellungsbonus, Pärchenbonus, da kann schon einiges an Geld pro Woche entstehen. Wenn wir jetzt sagen, wir schreiben zwei Leute ein mit 500er Paket in der gleichen Woche, so wie ich es vorher erklärt habe, dass neue Menschen eine Chance haben, mit uns gemeinsam etwas groß zu machen, dann bekommt man an den zwei Personen mit 25% einmal 125 Dollar je Partner. Sind 250 Dollar. Und 200 Dollar Pärchenbonus, weil diese zwei Partner mindestens 500 Punkte bestellt haben. Das heißt 450 Dollar. Ohne noch die Provision aus den Ästen. Das sind nur Erstbestellungsbonus und Teambonus. 450 pro Woche, das sind 1800, wenn man das auf vier Wochen sieht. Das ist für manche schon einmal sehr gutes Nebeneinkommen, weil für viele ist es ja ein Nebeneinkommen. Wenn jemand hauptberuflich das Ganze macht, dann darf er das auch erhöhen und kann auch sagen, ich mache vier Partner pro Woche und habe statt 1800 vielleicht mit dem gleichen Rechenbeispiel auf einmal 3600. Und das gleich von Beginn an weg. Auch das ist wieder nur eine Entscheidung von uns selbst, ob wir stundenlang über die Inhaltsstoffe, über der Produkte mit Leuten reden oder ob wir darüber sprechen, wie groß unsere Träume und Visionen sind und mit welcher Summe Geld diese Träume und Visionen realisiert werden können. Ich sage oft Menschen, was müsste bis Ende des Jahres passiert sein, damit es sich für dich ausgezahlt hat, mit mir konsequent täglich diese eine Stunde in dieses Geschäft zu investieren? Wenn man sich denkt, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, wie ihre Stunden pro Tag vergehen, manche sitzen eine Stunde mindestens am Tag vor dem Fernseher oder verbringen sonst irgendwo eine Stunde, wo sie gar nicht wissen, ob das notwendig war. Und hier kann man, oder vielleicht kann man sogar sagen, dann geht mal eine Stunde später schlafen oder steht eine Stunde früher auf. Die eine Stunde am Tag kann jeder finden, um seine Vision zu realisieren. Und wenn jemand möchte, kann er sogar noch mehr Stunden investieren. Das Tolle ist ganz einfach, es geht alles von der Entscheidung aus. Haben wir eine klare Entscheidung gefällt, wir wollen das, dann wirst du die richtigen Leute im Team finden, mit denen du dich zusammenschließen kannst und mit denen du deine Erfolge kreieren kannst. Da hilft die Upline auf jeden Fall mit, weil wir warten nur darauf, dass jeder, der wirklich erfolgreich werden will, uns anruft und sagt, Achtung, kannst du mir bei den ersten Gesprächen helfen? Kannst du mich begleiten? Kannst du mir helfen, wenn einmal die ersten Steine in den Weg kommen? Das machen wir alle gerne, wenn derjenige wirklich eine Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, okay, ich ziehe es durch. Welche Fragen habt ihr dazu? Schaltet einfach das Mikro weg und stellt eure Fragen, die ihr dazu habt. Ja, Gerhard, Frage habe ich nicht so. Oh ja, doch. Wie einfach ist es dann oder wie schwierig ist es dann eben für den Neuen wirklich dann auch ins Tun reinzukommen? Oder welche Fragen stellst du da, um näher ans Warum hinzukommen? Die meisten Menschen, die ich begleite, die haben mehr Wie-Fragen als Warum-Fragen. Wie soll ich die Menschen ansprechen? Welche Inhaltsstoffe sind in den Produkten, statt dem sie sich mehr auf diese Vision, aufs Ziel konzentrieren? Ich vergleiche das immer so gerne mit einem Navigationssystem. Bei einem Navigationssystem gibst du ein Ziel ein und das Ding will hin. Und wenn du falsch abbiegst, dann berechnet das Navigationssystem eine neue Route, aber es will dich wieder zum Ziel hinbringen. Wenn wir unseren Kopf so benutzen würden, dass wir zielorientiert sind, und nicht uns durch Fragen über Inhaltsstoffe, Produkte verleiten lassen und immer wieder so auf die Abwege bringen lassen, dann würden wir deutlich schneller ans Ziel kommen. Ich versuche, diese Hirngespinste den Leuten, die neu ins Team kommen, relativ schnell abzugewöhnen. Alleine aus der Duplikation heraus. Ich sage sogar Ärzten, die ins Team kommen, hier geht es, wenn es um großes Einkommen geht, um Network Marketing. Es geht nicht darum, zu erklären, wie die Inhaltsstoffe funktionieren im Detail.
Die Produkte sind seit über 13 Jahren erforscht und entwickelt durch Top-Wissenschaftler. An das Wissen kommen wir so und so nicht ran. Ich so und so nicht, weil ich Techniker bin, ich habe Betriebstechnik Maschinenbau gemacht. Ich konzentriere mich nur auf eins, wie kann die Million im Monat passieren? Durch Duplikation. Ich verlasse mich da komplett drauf, dass es Top-Wissenschaftler gibt bei Seja, die sich 8 Stunden am Tag oder länger damit beschäftigen, das Optimale aus diesen Pflanzen zu kreieren, dass wir es einfach zu uns nehmen können. Das genügt für mich. Dann noch zusätzlich die Sicherheit, die nährstoffreichste Pflanze der Welt auf Google ist Moringa. Das heißt, mehr brauche ich nicht. Und das versuche ich auch den neuen Leuten zu vermitteln. Die Produkte funktionieren. Ich glaube, wenn es Nissan-Standorte gibt, wird nicht jeder Nissan-Standort jedes Detail von dem Elektroauto zerlegen, um ein Auto verkaufen zu können, sondern er wird schauen, welchen Nutzen hat dieses Auto. Vom Produkt her gehe ich auf den Nutzen ganz einfach, wenn jemand sagt, er möchte mehr Energie haben, sonstiges, ja. Aber ich frage die Menschen immer, wie soll dein Leben innerhalb der nächsten 12 Monate ideal ausschauen? Gesund? Gut, nimm die Produkte. Finanziell? Wie wichtig ist dir das wirklich? Und wenn ich herausfinde, dass es den Menschen wirklich wichtig ist und ich spüre ein bestimmtes Brennen, die Leute, die sich unsicher sind, die stellen 100 Wie-Fragen. Die Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, ich habe überhaupt keine Wie-Fragen gestellt. Ich habe niemand gefragt, als über die ganzen Einzelheiten der Inhaltsstoffe. Mir hat man gesagt, ich soll dieses Ding nehmen, bestellen, aufreißen, 1/2 Liter Wasser, schütteln, trinken. Mir wurde gesagt, dieses Ding aufreißen, 1/2 Liter Wasser, schütteln, trinken. Gut. Produktschulung beendet. Und jetzt geht es darum, wie viel 1000 Menschen sollen die Chance haben, dieses Ding aufreißen, schütteln, trinken. Ohne dass wir es kompliziert machen. Und da bin ich drauf gekommen, umso größer mein Team, umso größer ist die Chance, dass einzelne, ganz wenige Führungskräfte entstehen, mit denen ich aber so zusammenarbeiten kann, dass daraus Tausende, zigtausende Partner entstehen werden. Und ich stempel niemand ab, der nur Produkte verkaufen will. Das ist super, super. Ich muss ja akzeptieren, weil 90% in meiner Organisation sind Produktverkäufer. Ich finde es auch toll. Ich habe nur für mich die Entscheidung getroffen, große Organisationen aufzubauen, wo zigtausende Produktverkäufer dabei sind. Ist ja vollkommen okay, legitim. Ich versuche herauszufinden, was eine Person möchte und versuche aus einem Küken keinen Adler zu machen, außer dieses Küken will das unbedingt. Dann werde ich das Küken so begleiten, bis es fliegen kann wie ein Adler. Aber ich halte natürlich auch Ausschau gleich nach Adlern. Spart Zeit. Und es gibt da draußen so viele Manager, Top-Manager, echt gute Leute, die wissen, wie man Organisationen aufbaut. In unterschiedlichsten Bereichen haben die vielleicht schon gearbeitet. Einmal mit Autos, einmal in Gesundheitsbranche, einmal mit, weiß nicht, Fahrrädern und sonstiges. Völlig egal. Die wissen einfach, wie man Strukturen aufbaut. Produkt ist Mittel zum Zweck. Klar muss ein Bedarf da sein. Da draußen ist ein Riesenbedarf nach Gesundheitsprodukten. Aber mit solchen Leuten kannst du dann große Strukturen aufbauen. Ist dir da geholfen damit, Jose? Dankeschön, ja. Ich wurde heute auch gefragt, wenn ich so eine Führungskraft auch erkenne, und der ist ein Apotheker oder so, wie gehe ich mit dem Apotheker um? Sage ich, ich gehe nicht mit dem Apotheker um, ich gehe mit dem Menschen, der in der Apotheke steht, um. Vielleicht hat er den Traum, am Nachmittag seine Kinder von der Schule abzuholen, am Nachmittag golfen zu gehen oder Radfahren. Vielleicht in der Nacht nicht in der eigenen Apotheke irgendwie Nachtschicht zu machen, weil einfach die Finanzen es nicht möglich machen, dass das die Angestellten es ständig tun. Und. Dieser Mensch hat sich irgendwann für einen Weg entschieden, Unternehmer zu sein. Vielleicht ist er damit nicht hundertprozentig glücklich. Ich habe Betriebstechnik Maschinenbau gemacht. Ich war in einem Konzern als Geschäftsleitung. Und jetzt bin ich seit 18 Jahren im Network Marketing. Und kann meine Zeit ganz anders gestalten. Es macht einen riesen Unterschied. Und es gibt viele Leute da draußen, nicht jeder will sich verändern, ist auch gut so. Ich bin froh, dass es alle möglichen Berufe weiterhin gibt. Aber die Unzufriedenen oder die Menschen, die einfach sagen, das ist eine spannende Sache,
Da möchte ich mir ein zweites Standbein damit aufbauen, dass mir auch in der Pension eine Sicherheit oder eine Absicherung gibt und dass ich vielleicht sogar an meine Kinder vererben kann. Solche Unternehmer oder Geschäftsleute, die sind herzlichst willkommen. Mit denen kann man wirklich ganz große Dinge gestalten. Und durch die Duplikation ist es auch gar nicht notwendig, dass man dann 8-Stunden-Job draus macht. Wenn ich das so mache, wie ich es gesagt habe, du schreibst 2 Leute ein. Die 2 Leute schreiben in der nächsten Woche mindestens 2 Leute ein, damit die eine Basis haben, auf die erste Stufe zu kommen. Immer wieder dasselbe, was ich erzähle. In der Zwischenzeit, wo die dann, die direkt eingeschriebenen, die nächsten 2 und diese wieder die nächsten 2 ins Geschäft bringen, mache ich mal Gedanken, wer kann in dieser Woche mein nächster Partner sein? Ich werde nie im Leben aufhören, neue Partner ins Geschäft zu nehmen. Warum? Neue Partner, neue Chancen. Neue Partner, größere Strukturen. Größere Strukturen, mehr finanzieller Spielraum, um bestimmte Dinge zu verwirklichen. Wie schaut deine tägliche Positionierung aus? Tagesziel, Wochenziel, Monatsziel, Jahresziel? Danke, Johannes, für diese Frage. Manche, wenige, aber manche wissen das. Erstens habe ich auf meiner Tür so ein A1-Blatt hängen. Und so ein A1-Blatt von einem Flipchart hat 25 Kästchen in der Ebene und in der Senkrechten, also in der Waagrechten und in der Senkrechten 40 Kästchen. Das heißt, es sind 1000 Kästchen. Wenn du täglich zumindest ein Gespräch, das du mit jemand hattest, über deine Vision in ein Kästchen eintragen kannst, dann hast du spätestens nach 3 Jahren diese 1000 Kästchen voll. Spätestens dann verdienst du 20.000, 30.000 im Monat. Weil bei diesen 1000 Kästchen kannst du sicher sein, dass durch die Routine ca. 300 Leute ins Geschäft eingestiegen sind. Davon sind mehr 100 wahrscheinlich irgendwann inaktiv. 100 sind Partner, die regelmäßig bestellen und hier und da jemand einschreiben. Auch dadurch wächst das Team. Und dann sind welche dabei, die das Ding wirklich groß machen. Und du hast zigtausend Leute im Team. Wie überprüfe ich, ob ich am richtigen Weg bin zu meiner Vision? Ich habe vor 3 Jahren begonnen, eine Datei, wo ich mir täglich eingetragen habe, immer am Freitag eingetragen habe, also immer wöchentlich, Freitag am Abend, das Wachstum meines Teams. Am Anfang habe ich das in Zahlen eingetragen, 10 Leute, 20, 40 Leute, 60, 70, 80 und irgendwann, wie ich bei 100 Leuten war, habe ich es in Prozenten eingetragen, habe gesagt, jede Woche mindestens 2-5% Wachstum in meinem Team. Schreibt mein Team weniger ein, muss ich aktiver sein, dann werde ich das ergänzen mit 9 Leuten, damit ich meine Quote halten kann. Und ich habe mir das genauso eingetragen und so habe ich mein Team letztes Jahr von 300 auf 700 Leute verdoppelt und werde es jetzt in diesem Jahr auf über 2000 Leute bringen, weil es geht exponentiell, das ist das Schöne. Das heißt, es ist zwar ein Prozentsatz, aber dadurch, dass jede Woche der Prozentsatz dazukommt, wird es immer mehr. Sogar letzte Woche, wo ich im Urlaub war, ist das Team um 3% gestiegen. Also man sieht, wenn man Führungskräfte hat, die für sich gehen und nicht für mich. Ich möchte nur den Teil dazu beitragen, dass ich die Menschen gut begleite, immer da bin, wenn sie mich brauchen, gemeinsam Termine mache, für Vorträge gemeinsam da bin, international, national mithelfe, wo es geht, auch herumfliege, um die Team international zu unterstützen, die Teams, die in meinen Gruppen irgendwo entstehen. Das ist das echt Spannende an dem Ganzen. In Deutschland haben wir das ein paar Mal gemacht. Dort entstehen jetzt laufend neue Locations, wo Vorträge entstehen. Und begonnen hat es, weil ich 3-mal nach Hamburg geflogen bin und nach Bremen. Und jetzt gibt es dort schon ganz andere Locations, die jetzt gerade entstehen, regelmäßig Vorträge. Das heißt, es entstehen Führungskräfte und immer größere Teams. Und das ist das Spannende. Und ich überprüfe immer für mich, ist regelmäßiges Teamwachstum vorhanden? Weil regelmäßiges Teamwachstum heißt automatisch durch Autoships, durch Neuentschreibungen, ständiges Wachstum auch von Umsetzen und dadurch natürlich auch vom Einkommen. Und ich kann ganz stressfrei sein, wenn jede Woche das Wachstum entsteht, dann wird meine Vision zu 100% in Erfüllung gehen. Eine Frage, hast du wöchentliche Führungskräfte-Meetings? Ja,
Ich telefoniere mit meinen Führungskräften regelmäßig. Anfangs habe ich das gerade mit Manfred, mit Julia, mit Josie fast täglich gemacht. Jetzt sind die Führungskräfte mit ihren Teams oft selbst beschäftigt, was gut ist. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Immer dann, wenn es notwendig ist, ruft man sich zusammen. Das ist klar, aber ich glaube, wir spüren das eh schon. Wir haben jetzt eh schon so eine Verbindung, eine automatische. Ich habe heute mit der Leila ganz eine tolle Verbindung gehabt, wo wir stundenlang ganz, ganz toll philosophiert haben über richtig große Dinge. Nicht, was ist im Supermix drin, sondern wirklich um ganz große Dinge. Wie kann das Ding riesig werden? Und das ist sehr, sehr spannend. Und wir sind da auch auf ein Duplikationssystem gekommen, das ich jetzt auch vorher erklärt habe. Sie soll sich einfach bei den neuen Leuten darauf konzentrieren, dass die schnellstens den ersten Rang erreichen, dafür ausgezeichnet werden. Die Gruppe soll erfahren, es gibt neue Ränge im Rang Bilder, Bilder 500, Bilder 1000. Letzte Woche, wo ich nicht da war, sind ein paar Leute Bilder 500 geworden, zwei sind Bilder 1000 geworden, eine Person ist Silber geworden. Es entstehen auch Ränge dann schon automatisch, wenn eine duplizierbare Dynamik da ist. Und es ist so einfach. Zwei, der nächste wieder zwei, in der Zwischenzeit wie ich wieder einen. Die Woche drauf, der nächste wieder zwei, die dazwischen auch wieder zwei, ich wieder einen. Wenn ich am Anfang noch ein kleines Team habe, kann ich auch zwei oder drei pro Woche machen. Wenn ich ein großes Team habe, werde ich möglicherweise in vielen Gesprächen involviert sein, damit die neuen Partner irgendwo im Team auch dazulernen, in ABC-Gesprächen, in gemeinsamen Gesprächen auch neue Partner einfacher gewinnen und, und. Die Aufgaben verändern sich dann ein wenig. Oder dann Seminare zu machen, Webinare zu machen und, auch spannend, Leuten einfach mehr Basis geben zu können, schneller zu wachsen. Aber meine Datei, jeden Freitag wird eingetragen, wie ist mein Wachstum. Und das Schöne, man kann das schön vorrechnen, meine Excel-Datei macht das so schön. Ich kann sagen, wenn das jetzt 2% oder 3% oder 4% oder 5% wächst, was kommt am 31.12.2019 für eine Zwischensumme raus? Sind es 3.000, 5.000, 7.000, 10.000 Leute? Also mein Mindestziel habe ich immer erreicht, die 2%. Wenn ich 3 oder 4% habe in manchen Wochen, super. Ihr glaubt gar nicht, was eine Woche erhöhtes Zielerreichung sich am Ende, was das am Ende der Liste verändert in der Endsumme. Das sind gleich ein paar hundert Leute mehr. Und das ist das Spannende, ja. Das ist so in vielen Konzernen, dass man einfach ein Budget macht und zwischendurch einmal schaut, ist man auch am Weg, sein Budget erreichen zu können. Und Konzerne machen halt Quartalsmeetings und dazwischen gibt es auch Monatsberichte, wo man einfach dann an die Führungsebene berichtet, ob man eh in Marschrichtung ist. Ne? Aber Kontrolle und Disziplin ist immer gut. Wenn ich abnehmen will, ist auch gut, wenn ich mir regelmäßig auf die Waage stelle. Nur mal schaut, hat sich wirklich was getan? Die Waage lügt nicht. Die Datei lügt auch nicht. Und unser Backoffice lügt auch nicht. Sind da neue Ränge? Hast du das Richtige getan? Ist dein Team gewachsen? Hast du richtig mit dem Team gearbeitet? Hast noch keine Führungskräfte? Schreib neue Leute ein. Klingt hart, aber ist einfach. Ist sogar einfach, muss ich sagen. Weil ich habe eine Zeit lang auch versucht, aus Leuten, die eingeschrieben waren, Platins und Diamanten zu machen. Und bin draufgekommen, der totes Pferd kann es nicht reiten. Es ist viel einfacher, motivierte Menschen zu finden, als Menschen, die nicht motiviert sind, zu motivieren. Es ist viel einfacher, motivierte Menschen zu finden, als nicht motivierte Menschen zu motivieren. Und du merkst das dann eh, wenn die Leute zu dir kommen, wenn du neue Ränge erreichst, dann kommen sie zu dir und sagen, hey, wie hast du den Goldrang erreicht? Ich möchte auch, bin bei dir im Team, kennst mich noch gar nicht, können wir zusammenarbeiten eine Zeit lang, ich möchte dorthin, wo du bist. Hilf Leuten, dorthin zu kommen im Rang, wo du schon bist. Energie, von unten nach oben, nicht von oben nach unten, wie es in Normalbetrieben ist. Welche Fragen darf ich sonst noch beantworten? Alles klar?
Wer glaubt, dass er Führungskraft ist? Vielleicht kriege ich jetzt mal Wortmeldungen. Ja, der schreibt, du bist ein Leader. Wenn ich der einzige Leader im Call bin, dann habe ich verloren. Wenn ich viele Leader damit mit dem Video, man müssen ja nicht alle heute im Call sein, kann es sein, dass manche jetzt gerade neue Partner registrieren oder sich das Video im Nachhinein anschauen. Es ist ja aufgenommen, ich werde es auch verteilen. Wichtig ist nicht, wie gut bin ich selbst, sondern wichtig ist, wie gute Leute kann ich herausbringen. Wie gute Leute kann ich so fördern mit dem, was ich bis jetzt schon weiß, damit die noch viel besser werden können, als ich es bin. Darf ja jeder größere Träume haben als ich? Ist ja okay. Na gut, dann sage ich danke, dass ihr alle dabei wart. Ich werde jetzt die Aufnahme stoppen, verteilen und ja, ihr könnt es ja an euer Team dann verteilen und mal schauen, wer dann auf euch zukommt. Alles Gute. Schönen Abend. Tschüss. Ja.